Ja, ich bin der Markus Schöpf, bin Obmann vom DC Auto Bernhard Langkampfen, habe die Funktion jetzt in der zweiten Periode über und wir schauen halt, dass das im Bereich Nachwuchs und im Meisterschaftsbetrieb im Tennisverein ganz gut läuft bei uns. Wir haben ca. 115 bis 120 Mitglieder und davon sind ungefähr 50 Kinder und Jugendliche. Aktuell haben wir zwei Nachwuchs- oder Kindertrainer und die machen da eigentlich unterschiedliche Programme. Am Anfang machst du halt viel so Koordinationsübungen und lernst halt, wie man einen Schläger hebt und wie man sich bewegt, aber am Anfang halt alles auf spielerische Art und Weise. Sechzehn Wochen im Jahr, also von Mitte Mai weg, und das ist einmal die Woche oder auch wer will, zweimal die Woche. Man kann sich den Termin selbst aussuchen. Die Trainer werden Montag bis Donnerstag Nachmittag an und wer halt wann dabei hat, wird auch da eingeteilt. In Gruppen kann man sich einen Partner auch wünschen oder mit dem möchte ich zusammen trainieren zum Beispiel. Immer geht es natürlich nicht, aber man schaut halt, dass sich das ausgeht. Einige sind, wo die Eltern auch spielen, aber es gibt auch wirklich viele, die was einfach so den Spielen fangen. Wir haben einen Mitgliedsbeitrag für Kinder, das sind 30 Euro im Jahr. Den muss man aber nicht zahlen, also das ist nur, wenn man frei anspielen möchte, also wenn die Kinder untereinander spielen möchten. Sonst belaufen sich die Kosten auf ca. 100, 120 Euro im Jahr für die Trainings. Der neue Platz ist super, für gute Spieler, für Anfänger eigentlich total super zum Spielen. Ja, wir haben eigentlich alles da, was man braucht. Ich bin der Lukas, ich bin jetzt 13 Jahre geworden, im Sommer. Und jetzt haben wir jetzt gerade die Clubmeisterschaft jetzt gerade gespielt. Ja. Und wie geht's dir? Ja, gut, ja. Und wie viele Spiele hast du gehabt? Ich glaube, das war das vierte. Und wie viel hast du gewonnen? Bis jetzt alle. Alle? Ja. Dann haben sie keine Chance gegen dich? Nein. Kommt da noch irgendwer, der was die Schlafen heute? Oder? Ja, der Romeo vielleicht. Mit dem ist es ein bisschen härter, oder? Ja, das spielt gut. Spielt gut? So gut wie du? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Komm auf! Ja, das spielt gut, ja. Ich bin der Romeo. Ich bin 10 Jahre alt und ich wohne in Langkampfen. Ich habe zweimal Training die Woche und sonst spiele ich manchmal mit meinem Papa oder so. Also ich spiele Fußball. Ja. Und ich laufe gern, das Joggen und andere Sportarten mag ich auch gern. Wie geht's dir da so bei den Bezirksmeisterschaften? Gut, ich habe glaube ich schon dreimal Bronze und einmal ein Silber und einmal ein Gold.